im Deutschen Bundestag der ermordeten Susanna Maria Feldmann gedacht. Ich als Redner habe dabei den Ablauf der Sitzung überhaupt nicht gestört. Ganz bewusst habe ich die anderen Abgeordneten deshalb auch nicht aufgefordert, sich als Zeichen des Respekts zu erheben. Ich habe lediglich die Redezeit, die unserer Fraktion zugestanden hat, dem Gedenken an Susanna gewidmet, sodass der Ablauf im Plenum auch nicht verzögert wurde. Die Reaktionen der anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag waren einfach enttäuschend. Ich habe zwar fast erwartet, dass von den anderen Fraktionen allenfalls einige wenige aufstehen würden, aber doch darauf gehofft, dass zumindest von den anderen Abgeordneten das stille Gedenken respektiert und nicht derartig gestört wurde. Claudia Roth von den Grünen hat sich dabei als Vizepräsidentin besonders negativ hervorgetan. Formal mag sie zwar gemäß Geschäftsordnung gehandelt haben, aber der Anstand hätte es doch erfordert, einfach kurz abzuwarten. Meine gesamte Redezeit dauerte doch insgesamt ohnehin nur 3 Minuten. Auch die anderen Fraktionen haben es leider nicht geschafft, für die ermordete Susanna auch nur ein paar Augenblicke in Stille zu verharren. Statt mit uns gemeinsam um ein totes Mädchen zu trauern, hat man lieber laut herumgebrüllt und dann Claudia Roth voller Häme üppig applaudiert. Die Abgeordneten der Altparteien haben in diesem Moment für mich ihre Maske fallen lassen. Und hinter der Maske der Humanität verbergen sich bei ganz vielen offenbar gefühllose Zombies, die zwischen richtigen und falschen Opfern unterscheiden. Natürlich kann der Bundestag nicht jedem Opfer einer schweren Straftat gedenken, zumal dies dann irgendwann zu einem inhaltsleeren Ritual verkäme. In Fällen wie dem von Susanna hätte es den Abgeordneten allerdings gut zu Gesicht gestanden, einmal innezuhalten und zu schweigen. Denn schließlich könnte Susanna noch leben, wenn man im Parlament nur rechtzeitig die Stimme gegen den wahnsinnigen Kurs der Kanzlerin erhoben hätte. Angela Merkel hat Susanna nicht vergewaltigt, ermordet oder verscharrt. Sie hat Mia aus Kandel nicht erstochen und auch Maria aus Freiburg nicht in die Dreisam geworfen. Aber sie hat die Tür geöffnet und sie hält sie weiter offen, durch die dann ganze Horden von Messermännern, Mördern, Vergewaltigern und auch Terroristen hereinspaziert sind. Und diese Tür ist immer noch offen. Jeder, der will, kann auch heute noch seine Papiere wegwerfen, nach Deutschland kommen, sich zum Syrer erklären und hier einen Lebensunterhalt beziehen, von denen viele, die hier arbeiten, nur träumen. Dabei gilt, die Unterscheidung zwischen anerkannten und abgelehnten Asylbewerbern ist doch rein akademischer Natur. Denn wer einmal da ist, der bleibt auch. Und bald kommt auch der Familiennachzug. Da haben alle Beschwörungen nichts geändert. Wir als AfD haben vor den Gefahren einer solchen Politik von Anfang an gewarnt und wurden dafür von anderen Parteien übelst als vorurteilsbehaftete Rassisten beschimpft. Diese furchtbare Kanzlerin Angela Merkel, das wurde auch bei Anne Will am Sonntag wieder deutlich, erkennt den Zusammenhang zwischen ihrem Tun und den Taten ihrer Gäste nicht oder, was noch schlimmer ist, sie sieht den Zusammenhang, aber es interessiert sie einfach nicht. Jetzt sind sie halt da, hat sie gesagt, und wir schaffen das. Und sie hat die Bewältigung der illegalen Massenmigration zur Chefsache erklärt. Es wird immer deutlicher, dass es Merkel nicht nur an Verstand, sondern vor allem an Gewissen mangelt. Zynisch formuliert handelt sie nach dem Motto: Jetzt sind sie halt tot und ich bin schuld daran, aber das ist mir doch egal. Sie dürfte nicht nur über politische Verantwortung sprechen, sondern müsste ihre persönliche Verantwortung eingestehen und umgehend zurücktreten. Das wäre dann wahrlich ihr erster und auch einziger Dienst an unserem deutschen Vaterland. Immer mehr Menschen erkennen das und Merkel weiß längst, dass sie angeschlagen ist. Doch es fehlt ihr die menschliche Größe, um aus freien Stücken zu gehen. Stattdessen lässt sie uns in der ihr eigenen, doch sehr wirren Formulierungsart wissen, der Mord an Susanna sei ein Auftrag, Integration ernst zu nehmen und Werte klarzumachen. Hier muss man klar entgegensetzen. Nein, Frau Merkel, die Ermordung von Susanna ist kein Auftrag für Integration. Ihre zynische Aussage ist der durchschaubare und peinliche Versuch, von ihrer eigenen Verantwortung abzulenken. Sie wollen uns doch wirklich weismachen, der Mord hätte verhindert werden können, wenn wir Integration ernst genommen und unsere Werte klargemacht hätten. Das ist eine unfassbare Schuldumkehr und, man muss es sagen, eine Verhöhnung der Opfer und der Bürger in unserem Land. Nein, Frau Merkel, der Mörder von Susanna hatte von Anfang an kein Recht, Deutschland zu betreten.
Er war eine tickende Zeitbombe und hätte nach der Ablehnung seines Antrages das Land sofort verlassen müssen. Dass das nicht geschehen ist, dafür tragen Sie, Frau Merkel, die Verantwortung. Ihr Rücktritt ist schon lange überfällig. Frau Merkel, treten Sie endlich zurück.